Früher hat man gesagt, kein Gegenlicht und Blende 8, wenn die Sonne lacht. So wie es auch nicht verliert. Blende 4 im Zimmer, geht? Immer. Habe ich nicht gekannt. Wenn man es lehrt, also quasi eben workshopmäßig lehrt, dann gibt es sicher gewisse Regeln, die man beachten sollte, und man sollte gleichzeitig die Regeln missachten. Man sollte beides probieren. Wenn du ja Regeln haltest, immer, dann kommst du nicht weiter. Ich glaube auch, wenn du musst zuerst viel wissen, und wenn du es weißt, dann kannst du dich befreien. Oder? Mhm. Wenn es ein Zufallstreffer ist, jedes Bild, dann kannst du nicht noch einmal machen. Und so. Dann finde ich es ein bisschen billig. Bei der Fotografie gilt, mach es immer so, wie du es nicht machen solltest. Nicht stur, aber immer mal wieder. Weil häufig funktioniert etwas, wo du eigentlich immer das Gefühl hast, du musst es anders machen. Ich habe letztens mit einem der besten Gleitschirmflüge zusammengeschaut. Es ist darum gegangen, beim Föhn zu fliegen. Das ist eine Regel, eigentlich beim Gleitschirm fliegst du nicht, wenn es Föhn ist, oder? Er fliegt aber bei Föhn. Das ist der Regel nur, der hat es auf dem Griff. Und er hat zu Recht gesagt, weißt, was du im Lehrbuch liest oder erfährst und was du in der Schule lernst, das ist alles gut für ein gewisses Niveau. Und nachher musst du über das ausgehen und musst es anders machen. Und das ist in der Fotografie auch so. Es ist nicht immer der Erfolg gekrönt, wenn du es anders machst. Aber wenn du es nie anders machst, was man immer sieht, dann repetierst du. Ich glaube, wenn du noch sagst, was ist ein gutes Bild? Eben, geht es dann um die Regeln, die du irgendwie befolgt tust, oder geht es um eine Inspiration, die du hast, um schlussendlich ein Gefühl zu evozieren? Das wollen wir ja mit unseren Bildern berühren, dass die Leute kurz innehalten und schauen. Wenn du ein gutes Bild hast, ist es egal, ob die Regeln eingehalten sind, so was auch immer die Regeln sind. Ja. Manchmal kann man ein unscharfes Bild, wo man alles lernt, wie man sonst fotografiert, wie scharf ist, oder? Kannst du eben genau mit der Unschärfe drin haben, arbeiten, Zufall, Absicht. Wenn das Bild gut ist, ist es gut. Also ich glaube, als Fotograf ist es ja wichtig, dass du eine Handschrift bekommst. Und die kann eben genau das sein, dass es nicht ganz scharf ist, dass es leicht verquackelt ist, dass es von der Wahl vom Objektiv etwas Spezielles ist und so. Und das gibt dir den Stil. Und du das kommst du eine Persönlichkeit als Fotograf. Also ich würde sagen, es gibt nicht einfach die Regeln. Regeln, wenn sie sakrosankt ist, muss man sie vergessen. Man kann das also als Leitfaden nehmen, aber dann bin ich schon der Meinung, wenn du das immer wieder fast bewusst musst versuchen, oder mindestens parat sein, um die Regeln über den Haufen zu werfen. Also eine gute Vorbereitung ist eigentlich schon das fast fertig Bild. Also in meinem Job. Also wenn du mit Leuten arbeitest, musst du sehr viel über die Person wissen. Wenn du draußen bist, genau gleich. Also das weißt du besser über Wetter und Entwicklung und so weiter. Ich arbeite jetzt an einem Buch, das so komplex ist, wo ich mich so vorbereite drauf. Und dann hast du alles vorbereitet, hast das Licht, hast die Kameras, alles dabei und ist alles da. Und dann hast du irgendeinen Furz und denkst, das könnte ich eigentlich mal von dieser Seite anschauen. Und dann ist es ein gutes Bild. Mhm. Und das finde ich ein Lesung daran. Aber Vorbereitung ist für mich etwas vom Allerwichtigsten. Also ich fühle mich auch komfortabel dann, bin entspannt und weiss, es kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und dann kannst du eben auch ein bisschen selten tanzen, oder? Wenn du das alles hast, dann kannst du dich wieder ein bisschen lösen und befreien von dem. Ich kann dazu gar nichts generell sagen. Bei mir gibt es Situationen, wo ich... Natürlich bereite ich mich immer vor, aber das ist vielleicht das Maximum an Vorbereitung, das ich überhaupt machen kann, ist, dass ich die Kamera ins Auto lade. Und dann weiss ich, welche Richtung ich losfahre, aber ich kann nicht... ich kann gar nicht mehr vorbereiten. Und dann gibt es wieder Motivgeschichten, die eine unglaubliche Vorbereitung brauchen. Das sind aber bei mir eigentlich weniger. Also ich habe
konkret ist eigentlich die Mammut-Kampagne, das war für mich die Kampagne, die ich am allermeisten Vorbereitungsarbeit geleistet habe. Also minutiös versucht habe vorzubereiten, nachher hast du immer noch die Ungewissheit, weil es draußen ist, oder? Aber sonst ist eigentlich für mich der grösste Teil von der Arbeit gar nicht so planbar. Ich kann noch knapp überlegen, wohin geht es oder dann, wie es aufsteht. Aber du machst dir einen Plan und nachher merkst du, du musst alles über den Haufen werfen. Das kommt einfach anders, du musst reagieren. Also ich kann eigentlich bei wenigen Sachen, die ich fotografiere, wirklich ins Detail vorbereiten. Gell, ich komme natürlich aus dem Fotojournalismus. Das heisst, dort musst du dich ganz anders vorbereiten. Also, ich war 5 Jahre in Japan, über die japanische Mafia ein Buch gemacht. Die ersten 6 Monate hatte keine Kamera dabei. Sondern ich habe versucht herauszufinden, wer sind die, und die wollten wissen, wer bin ich. Ja. Und so hat man sich herentastet eigentlich, oder? Es ist alles schiefgelaufen, oder? Nein, es ist ein Hammer. Und dann merkst du, du musst auch eine Sprache ein bisschen können, um wissen, was, wenn, wie passieren könnte und so weiter. Also, das ist alles ein Teil von einer Vorbereitung, die natürlich extrem ist, oder? Ich glaube, das ist etwas, was du als Fotograf ja instinktiv machst. Also du weißt, was überhaupt möglich ist und was notwendig ist. Du machst ja, wenn irgend möglich, das Maximum, was möglich ist, oder? Und das ist klar, leuchtet mir völlig ein, was du sagst. Also das, ich habe noch viel in den Bergen zu tun, oder? Dann nachher hast du, ist eigentlich die Vorbereitung ist an und für sich etwas, was vielleicht eine Vorbereitung auch über Jahre gegangen ist, dass du die Erfahrung gesammelt hast, oder? Aber das ist dann nicht mehr auf ein Projekt, oder? Die hast du einfach. Und dann musst du je nachdem, dort wo du merkst, kannst du noch beeinflussen oder so, das versuchst zu besprechen, vorzudenken oder die Massnahmen zu ergreifen. Also nimmst du die Leute mit, die du noch brauchst eventuell oder eben gerade nicht zu viel und so. Aber es ist natürlich nicht, ich meine, das ist ein Wahnsinnsprojekt gewesen, also auch schon, nur schon von der Idee her, oder? Ich komme in die abgeschirmte Mafia rein, oder? Aber das ist schon die Idee unglaublich stark. Aber gleichzeitig, weißt, liebe ich auch, die Nacht in diesen Grossstädten im Taxi zu hocken und fotografiere mit Plakaten Frauen auf den Plakaten. Und mache das in jeder Stadt, wo ich ankomme, kann ich irgendeine Nacht nur mit dem Taxi rumfahren. Und das ist ein Hammer, weil du siehst irgendetwas und dann musst du so schnell sein. Also es ist ein bisschen wie ein Heckenschütz, oder? Eben, du siehst nur in dem Moment, und du kannst dich auch nicht viel mehr vorbereiten, als eine Kamera an den Taxi zu nehmen, oder? Das ist es, ja. Und so ist jede, ich glaube, es ist jede Aufgabe, jedes Motiv erfordert irgendein anderes Vorgehen. Genau. Und beides zu haben, das finde ich eigentlich noch super. Also die Leichtigkeit zu bekommen, schnell etwas entscheiden, in einer tausendstel Sekunde. Ja. Oder dann etwas extrem lang vorbereiten, damit du ein Thema, du musst sicher sein mit einem Thema. Und dann kannst du auch wieder die Sicherheit verlieren und dann kannst du auch wieder frei schwimmen. Das liebe ich, ja. Aber du musst es so wie in eine Struktur reinkommen. Das Wichtigste ist Neugier. Du musst neugierig sein. Ich will immer wissen, was ist hinter dem Ecke reden. Oder wegen dem laufe ich dann dafür und schaue, was dort hinten ist. Das ist meine Federn, oder? Triebfedern. Ja. Das Wichtigste. Und ich will Geschichten erzählen. Wegen dem fotografiere ich oder mache ich Filme. Ich will die Leute, und ich bin auch arrogant, oder? Ich habe das Gefühl, was mich interessiert, sollte ich auch interessieren. Also mache ich einen Film über das oder ein Fotobuch über das Thema. Und gut, dann muss ich ja nicht anschauen. Ja. Von dem her ist das nicht arrogant. Also kannst du mir es ja nicht aufnötigen. Also ja, du musst ja so gut sein, dass du genug Leute findest, die das auch spannend finden. Ja. Also es ist ja eigentlich nicht, du bist nicht in der Machtposition, dass jemand muss. Also dich, dein Zeug nehmen. Also es interessiert sich nur an deinem Material, weil man dein Material spannend findet oder interessant findet. Mir ist es mehr etwas anderes. Ich bin eigentlich nicht so wahnsinnig, wie soll ich sagen, an Geschichten interessiert. Je nachdem schon, aber nicht in dem Ausmaß wie du. Mich interessiert auch mehr einfach das Bild. Mich fasziniert das Bilder sehen. Und aus welcher Situation auch immer, aber eigentlich wie das bestmögliche, spannendste Bild zu machen. Und ich bin weniger wie du unterwegs. Also abgesehen von aus, wenn ich Reportage fotografiere, so. Aber ich bin eigentlich viel auch unterwegs, wenn ich einfach das Einzelbild suche. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein bisschen anderer Ansatz, den wir beide haben, oder?
Ja, also weißt, Schluss, wenn wir dann dort sind, machen wir eine Komposition. Ist ja nicht so, dass du einfach, dass es lernt in dem Moment. Oh, das habe ich auch nicht so gemeint. An dem Ort zu sein, sondern dann geht es darum, nachher eine Kadrierung zu machen, um das Bild zu machen. Ja, ja. Was spannend ist. Ja, sonst nützt das ganze Geschichte, will machen nicht, wenn du nicht die spannenden Bilder dann machst. Aber für mich ist, eben so wie du sagst, für dich ist es so, dass die Geschichten erzählen, das wäre jetzt zum Beispiel nicht das, was ich würde sagen. Mhm. Ich bin eigentlich auf der Suche nach speziellen Bildern. Ja. Egal aus welcher Situation. Oder? Und es ist klar, wenn du eine Reportage fotografierst, dann musst du die Geschichte erzählen. Oder? Aber ich spüre, dass mich das Bild mehr anzieht als die Geschichte. Mhm. Ich will zuerst die Geschichte haben und dann ein gutes Bild. Und das heisst, du musst sehr nahe daher. Mhm. Sonst hast du es nie. Ja, das hat deine Geschichte, also deine Bilder von diesen Geschichten ausgemacht, weil ich glaube, die Bilder geben dir etwas wieder von einer spannenden Geschichte. Mhm. Im Idealfall. Ja, gut, wenn was hast du, Voodoo und die japanische Mafia als Beispiel, das ist an und für sich spannende Themen, oder? Mhm. Aber es lange nicht, wenn es nicht gut umsetzt ist, bildmässig. Und du weißt, ich mache nicht so viele Geschichten im Jahr sowieso nicht, weil eine gute Geschichte braucht für mich so viel Zeit, also mit Vorbereitung, mit Hergehen, und dann verändert sich irgendetwas. Und das Spannende ist ja, mit dem Fotoapparat, ist wie ein Schlüssel in ein Haus hineinzukommen. Also du wirst ermächtigt, mit dem Instrument die erste Tür aufmachen und dann die zweite und vielleicht die dritte. Und so kommst du immer näher in etwas hinein, das immer komplexer wird. Und das ist das Spannende daran. Oder? Du erzählst mit deinen Bildern eine Geschichte, aber die Aussage, ein Bild erzählt eine Geschichte, das ist eine andere Aussage. Und mit dieser Aussage bin ich sehr vorsichtig. Weil ein Bild erzählt die Geschichte, die die Bilder gerne unten dran sagt. Ein Bild wirkt, aber ein Bild erzählt selten Geschichte, und wenn ganz selten die, die war. Gut, es kommt eine andere Dimension, meistens eine andere Dimension, wenn du ein Bild gerne drunter liest, oder? Wenn du... Aber eigentlich finde ich, ein gutes Bild wäre, dass ich die gar nicht brauche. Also entweder ist meine Fantasie dann so getriggert, dass ich mir selber etwas vorstellen kann. Gut, das ist etwas anderes. Dann musst du aber sagen, das Bild hat eine Wirkung und löst. Das Bild erzählt die Geschichte, kann man sagen. Wo eine Emotion vielleicht auslöst. Oder? Und aufgrund von dem kann ich nachher mich in eine Geschichte hineindenken und schaue das Bild dann vielleicht ein paar Mal an. Und jedes Mal hat es etwas Neues, etwas anderes. Und das, denke ich auch, ist vielleicht ein gutes Bild, oder? Wenn es dann mehrere Ebenen hat, die mich faszinieren. Oder? Ja, also du sagst jetzt Emotion, ich sage nicht unbedingt dem Emotion. Ich finde, das Bild kann Emotionen auslösen, das Bild kann aber auch auf der Wirkung haben. Also wo du als Betrachter hängen bleibst, ist letztlich wahrscheinlich das Gleiche. Ja, aber... Es ist etwas, wo du nicht einfach überschaust und du bleibst hängen, und es gibt Bilder, die springen dich fast an, weil sie so markant sind. Ja. Und es gibt andere Bilder, die brauchen ja auch die Chance, vom Betrachter länger angeschaut zu werden. Und es dann sich dann etwas offenbart. Ja, es war spannend jetzt bei dir in der Ausstellung, die letzte Woche, das sind ja Bilder, zum Teil stehst du vorher und wirst emotional betroffen, oder? Und gleichzeitig als Fotograf, wenn es das auslöst, dann ist das ja ein riesen Kompliment, oder? Und wenn es dann aber wenn es dann noch ist, ich sehe ja den Aufwand, den es braucht, so ein Bild zu machen. Also zuerst geht es um die Emotionalität, oder? Ganz einfach, das ist der erste Eindruck, den ich habe. Und dann denkst du, wie hat er das gemacht? Das ist ja ganz verreckt. Oder was der an Geräten da oben hat müssen haben, hätte er nicht mit dem Heli höchstwahrscheinlich herfliegen, sondern herren und. Oder? Und dann kommt noch wie das Zweite, so dann Bewunderung auch für den, der das macht. Das heisst, das ist wirklich ein Handwerk, das ist ein Sehen, es ist eine physische Leistung, das herzustellen. Oder? Und das finde ich immer super. Ich schaue so viele Bilder an, oder? Also tonnenweise. Bücher nein, ich schaue im Internet Sachen an. Und immer wieder gibt es Momente, wo du ergriffen bist. Oder? Und das finde ich eigentlich das Grossartige. Oder? Weitergebracht hat mich, wenn ich die Sachen, die ich gemacht habe, die man so macht, hinterfragt habe, wenn ich die versucht habe
anders zu machen oder vielleicht mit noch mehr Aufwand dran zu gehen und zu überlegen und manchmal auch etwas transferieren, irgendwo in einem Bereich eine Erfahrung gemacht hast. Das wird probieren, mal in anderen überzunehmen. Also früher war es ja ganz klar, du hast Editorial gemacht oder hast Werbung gemacht. Und das war häufig so gewesen. Da hat es die gegeben, die Fotografen und die Reportage gemacht und die hat Werbung gemacht. Und ich bin dort, aus dem Kanal, wo ich gekommen bin, bin ich irgendwie zwischendrin gewesen, beziehungsweise habe beides gemacht. Und das hat mir unglaublich viel gegeben, weil ich im einen Bereich, und so, habe ich Sachen gelernt, begriffen, wenn das funktioniert, das ist spannend. Und das habe ich in einem anderen Bereich manchmal wieder anwenden. Und das geht in die gleiche Richtung von dem immer hinterfragen, was du als Automatismen eigentlich machst. Also wie gehe ich an das Licht an, wie gehe ich an die Situation an, oder? Und dann musst du es nicht stur über den Haufen werfen, aber du musst parat sein, wie ich mache es immer so, jetzt mache ich es mal anders. Und das ist natürlich jetzt mehr in dem Bereich, nicht unbedingt, wo es einfach, wenn, sei das bei einem normalen Shooting oder wenn du bei einem Projekt dran bist, nur so klingt er, je nachdem, manchmal aus einer banalen Situation, oder weißt du, eine ungesehene Situation spannend fotografieren, wenn du auf dem Mars Bilder machst, dann hast du die verkauft. Beziehungsweise die werden Aufsehen erregen, weil noch nie jemand auf dem Mars fotografiert hat. Oder? Aber wenn du Zürich fotografierst, oder wenn du im letzten Grund im Fußballfeld fotografierst, oder irgendwo, dort wird es plötzlich viel schwieriger. Etwas Neues, etwas Ungesehenes machen, etwas Überraschendes zu machen. Und das finde ich auch spannend, in dieser Welt, die wir täglich sehen, Bilder zu sehen. Und die siehst du erst, wir sehen ja keine Bilder, wir sehen ja die Welt. Und für mich ist das spannend, aus der, innerhalb von dieser Welt, wo wir ja immer alles sehen, das Bild zu sehen unter diesen tausenden Möglichkeiten, die du hast, etwas, das spannende Viereck rauszufinden, zu filtern. Oder? Und das ist schon etwas, was mich extrem fasziniert am Fotografieren. Analoge Fotografie abgelöst worden ist, von der digitalen, war es eigentlich traurig gewesen. Weil mir hat das gefallen, mit einem Hasselblatt 12 Bilder zu fotografieren. Nach 12 musst du das Magazin wechseln. Das heisst, du bist ganz anders an etwas hergegangen, du hast anders gedacht und vor allem ökonomisch hast du ganz anders fotografiert. Oder? Du bist viel genauer gewesen. Du bist zwar heute in der digitalen Fotografie höchstwahrscheinlich noch genauer, weil du natürlich 100-mal mehr Bilder kannst schiessen, bis du den decisive moment wirklich verwirrt ist. Aber das Schauen und zu wissen, ich kann nur so viel mal abdrücken, das war eine super Schule für mich. Und das gibt es eigentlich nicht mehr. Das finde ich so ein bisschen eigentlich schade, oder? Weil heute kannst du einfach abdrücken, bis du mal entweder dein Gegenüber sagt, jetzt lange zu. Aber eigentlich ist es ja endlos. Oder? Und ich finde, das ist. Du weißt, wenn du ein gutes Bild gemacht hast? Nicht immer. Doch. Nein, es gibt gewisse Sachen. Also, es kommt extrem darauf an, in welchem Bereich. Ist das so? Ja. Und welchem Motiv? Es gibt. Also, jetzt zum Beispiel dem Landschaftsbuch, das ich jetzt gemacht habe, wo auch die Ausstellung davon ist. Dort habe ich eigentlich 2 Jahre lang nicht gewusst. Ob es funktioniert oder nicht. Aha. Weil das war etwas, wo ich das Gefühl hatte, das funktioniert erst als Gesamtes und nicht als Einzelbild. Im Sportbereich ist es viel einfacher. Dort weisst du, dort siehst du es schon gerade. Oder? Aber ich glaube, es hat noch einen anderen Unterschied gegeben. Oder es ist noch einen anderen Effekt dahinter, eben zwischen dem Analog und Digital. Beim Analog hast du keine Kontrollmöglichkeit gehabt. Und du hast gewusst, ich muss jetzt entscheiden, habe ich es oder habe ich es nicht. Und dadurch hast du auch, erstens hast du viel bewusster geschafft. Also, ja, auf jeden Fall hast du irgendwie müssen, dir selber sicherer sein, was du machst. Das Vertrauen bekommen. Also. Ja, also manchmal auch Unsicherheit. Wenn du dann nach einer Woche Shooting mit Models zurückkommst, ein Sack voller Film
Und nicht einfach gewusst hast, es muss jetzt drin sein. Oder? Dann bin ich auch schon froh gewesen, wenn es drauf war. Und die, das fällt weg. Aber ich glaube, der Unterschied, dass du heute kannst abdrucken und kontrollieren kannst. Ja. Findest du es gut? Es ist einfach so. Es macht es auch mir einfacher. Aber es hat dazu geführt, dass wir heute unendlich viel mehr gute Bilder haben und entsprechend auch, die weltweit verfügbar sind. Was auch ein bisschen dazu führt, dass die Preise sich ziemlich verändert haben. Und ich glaube schon, es ist einfacher geworden, das Fotografieren. Ich glaube nicht. Ne? Es ist einfach geworden, einfach das Format zu füllen und dass es richtig belichtet ist. Aber an sich eine gute Foto zu machen, ist glaube ich noch schwieriger geworden. Ja, wenn wir jetzt bei der Frage, was ist ein gutes Bild, oder? Und dann ist es, interpretiere ich jetzt einmal, ein Bild zu machen, also weil es heute einfach mehr gute Bilder gibt, ist es auch schwieriger, etwas zu machen, das sich abhebt. Als ich bei Magnum war, in die paar Jahren, war das Beste in Paris, alle Kontaktscheine von Cartier-Bresson, von Kappa, von allen anzuschauen. 36 Bilder allein gehabt. Und da bin ich nächtelang mit der Lupe dort von diesen Kontexten gewesen. Und dann lernst du erst, wie einer fotografiert. Oder? Weil du siehst das Bild vorher und siehst das Bild nachher. Also du weißt, wie er etwas angefertigt ist, wie er hergekommen ist, wie er rundherum gelaufen ist. Du hast Bilder gesehen, die noch um das Bild herum waren? Oder? Also ein Kontaktschritt. Aha, Kontakt, habe ich falsch verstanden. Ja. Das hast du ja heute nicht mehr, oder? Ja. Dort hast du einen Kontaktbogen, ja, du hast vom 1 bis zum 36. Ja. Hast du gesehen, ja. Erstmal hat er vielleicht nur 3-mal abgedruckt. Mhm. Dann hat er nur ein Objektiv gehabt, 50er. Und hat sich durch das so diszipliniert, ja, dass er gewusst hat, das ist das, wissen wir ja auch. Also, wenn ich jetzt so weit weg bin mit einem 50er, weiß ich, das ist der Frame, der stimmt. Oder? Mit einem 35er weiß ich das auch. Also, sie haben sehr viel gewusst und sie haben. Sind sehr ökonomisch umgegangen und es hat eben nur einen gegeben, der im Spanischen Bürgerkrieg dort so nahe das und das fotografiert hat. Mhm. Es hat nicht tausend gegeben. Wenn du heute gehst, Kriegsfotografie, wo all die Agenturen sind und die Jungen, die 20-Jährigen, hey, die riskieren alles, weil sie wollen World Press gehen, sie wollen Pulitzer, und was weiss der Kuckuck was. Also... Ja, ich meine, was willst du? Die anderen haben damals auch in diesem Ausmaß wahnsinnig viel riskiert. Also ich glaube, zu jeder Zeit haben die Guten und die Besten, egal in welchem Bereich, das Bestmögliche gemacht. Und ich glaube, muss doch noch zu dieser Zeit zurück. Das nennt mich jetzt, würde ich gerne noch all die Kontaktbögen mal anschauen. Das ist großartig. Aber es ist ja auch dort einiges zum Beispiel gestellt worden. Also weißt, sie haben auch mit Wasser gekocht. Ja, ja. Aber gut, sie haben nicht können, weißt du. Spanische Bürgerkrieg, vielleicht, ja. Aber heute natürlich. Aber gut, ich habe das auch Stand von meiner Information. Ich glaube, das stimmt vielleicht nicht. Ich weiß nicht, stimmt es gar nicht. Man weiß es nicht so genau. Aber er war erst ein Gambler und so. Aber es ist ja gleich, es ist eine Ikone geworden, oder? Ja, logisch. Das ist wie Vietnamkrieg ist höchstens schneller fertig gewesen, weil halt die Bilder gekommen sind und die Flut von Bildern von toten Soldaten im Fernsehen zum Nachtessen, hast die ganze tote GS gesehen. Das hat glaube ich irgendwann mal auch dazu geführt, dass es aufgehört hat. Ich denke, dort hat die Fotografie schon noch eine Kraft gehabt. Oder? Aber heute ist Kampf, also heute, das ist das goldene Zeitalter von der Fotografie gewesen. Man hat nicht die Bilderflut gehabt, es hat kein Fernsehen gegeben. Es hat wirklich die paar Fotografen gegeben, die Bilder gebracht haben. Und ich meine, das ist ja gleichzeitig das goldene Zeitalter. Also ich meine, das wäre wunderbar, wenn man so arbeiten könnte. Heute bist du, wie du vorhin gesagt hast, du bist in so einer Bilderflut drin. Also, heute schaffst du ja anders, oder? Dass ein Gulski die riesen Bilder, die er macht, zusammengesetzt sind aus x Bildern und so, das musst du ja gar nicht wissen, oder? Sondern du merkst, es durchbricht unsere Sehgewohnheit und es ist einfach ein bisschen anders, oder? Und das stoppst du automatisch vor dem Bild, weil etwas stimmt nicht ganz, oder?
Aber das ist genau das, wo ich absolut deiner Meinung bin. Es muss etwas sein. Also entweder zeigst du aus einem Bereich etwas, wo eigentlich nicht bekannt ist. Oder? Also ich würde sagen, deine Mafia-Geschichte, oder, du hast ein paar so Geschichten gemacht, die sind natürlich auch ein Blick in eine Welt, die man nicht kennt. Mhm. Und wenn das dann noch, also dort spielt gerade das auch wieder mit, wie bist du überhaupt nicht angekommen? Und hat der Alfinger noch. Und die Tätowierung. Und so weiter, oder? Und gleichzeitig, also das, du weißt, dass das so schwierig ist, dort hinzukommen und das überhaupt zu zeigen. Mhm. Und dann kommen die Bilder auch ein Gewicht über und gehen eben aus dieser Flut, heben sich ab, wo du sonst hast an Bilder. Mhm. Und das ist, glaube ich glaube, eben heute ist es nicht das Problem, dass man, weil man einfacher kann füttern, was man immer sagt, haben wir unglaublich viel Schrottbilder. Das stimmt eben nicht. Ich bin der Meinung, man hat ein unheimliches Niveau von Bildern, die man sehen. Also, ich rede jetzt vieles noch so im Autosportbereich. Ich meine, da ist, wenn du das vergleichst, was in den letzten 20 Jahren gegangen ist, das ist unglaublich. Ja, das ist auch super. Entsprechend also, schwierig ist es aber da, jetzt sich noch irgendwo etwas machen, wo Aufmerksamkeit erregt. Ja, aber dann gehst du in Museen, gehst du an Foto Paris, gehst du, was weiß ich wo, und du siehst x Galerien, die für mich jetzt grossartige Fotografien zeigen. Neue, die ich noch nie gesehen habe, koreanische, was weiß ich was. Und das finde ich als fantastisch, oder? Dass unser Medium noch lange nicht ausgereizt ist, oder? Sondern dass es noch immer wieder etwas Neues gibt, eine neue Sehweise. Und nicht, weil die Technik jetzt uns neue Kameras kennt, sondern dass man doch immer wieder einen Schritt weiter geht eigentlich. Und sich überraschen lässt, oder? Mhm. Ich würde sagen, wenn du einen Tipp gibst, ist schon verloren. Das ist der falsche Ansatz. Das Beste finde ich das Alltägliche. Also vor der Haustür. Ich habe ein Buch gemacht, nur über das Tram, über den Vierer, der hier fährt. Das ist das geilste Tram, das es gibt. Die verrücktesten Leute. Also, was du dort alles siehst, Leute, die rumknutschen, die geheiratet sind, aber nicht miteinander, oder? Und was dort alles abgeht an Drogen, an Alkis, an was, es ist unglaublich. Also ich finde es das beste Kino. Und fahrst, du bist der grösste Schwarzfahrer gewesen. Geh mal an einem Wochenende, ich bin der Schwarz-Weiss-Fahrer gewesen, geh mal an einem Wochenende und fahr mit dieser Linie her. Ich bin, da kommst du in Schlägereien und Zeug und Sachen und was weiß ich was innen, oder? Ja. Und ich bin ja recht verhalten mit der Reihe, man hört es nicht, man sieht dich fast nicht und so. Und was sich da offenbart, ich finde, das ist eigentlich der beste Tipp. Geh vor die Haustür. Da musst du nicht aufs Matterhorn und denken, machst du da jetzt ein super Bild, oder? Sondern mach das so das Naheliegendste und mach aus dem etwas, oder? Versuch das anzuschauen, aber genau anschauen, oder? Nicht einfach so ein bisschen Snapshot, sondern dranbleiben und konsequent dranbleiben, dann, ich denke, das ist das Beste, was du jemandem sagen kannst. Soll genau schauen und nicht und mit minimalem Aufwand. Nicht x Kameras und Objektiv, sondern eins Objektiv, fertig, Schluss. Und, aber schau, gehen wir schauen. Ja. Vielleicht ist es ja gerade mal etwas ganz anderes. Vielleicht ist es halt dann die Alphornbläser vor dem Matterhorn, weil irgendetwas schräg ist dort. Also weißt du, wenn du wegen dem, um jetzt das Schweizer Bild zu machen, denkst du, ich gehe jetzt auf Zermatt und hoffentlich finde ich zwei Alphornbläser vor dem Matterhorn, weil das wird mein Bild sein, oder? Mit dem gewinne ich sicher den Schweizer Wettbewerb. Dann ist es wahrscheinlich gescheitert. Aber vielleicht passiert dort irgendetwas, und dann sind vielleicht mit der Alphornbläser und Matterhorn, dann ist vielleicht das gerade das Bild, oder? Aber ich glaube, du musst die Offenheit haben, für etwas auch Überraschendes zu sehen, oder? Mhm. Und ich hätte jetzt auch das Gefühl, es ist fast ein bisschen hoffnungslos, wenn du jetzt ein typisch schweizerisches Motiv nimmst und das noch eins dazu drauf gibst und denkst, das sollte ich fotografieren, dann wird es wahrscheinlich Banalität. Und es ist schon fast ein Schweizer Kitsch. Aber ich glaube, es gibt wirklich keine Regeln, die nicht doch könnte, vielleicht irgendwann funktionieren. Oder du nimmst einen Ansatz, wo du sagst,
quasi fast ein Intellektueller. Ich gehe jetzt in das Tram oder ich mache, weiss ich auch nicht was, den Holzfischer im Rhein. Oder. Ich glaube einfach, das ist, der eine nimmt den Ansatz, der andere den. Und das kann eigentlich alles kann zu einem guten Resultat führen. Also, also ich finde, wenn du über die Schweiz ein aussergewöhnliches Bild über die Schweiz machen und du gehst an irgendeinen wunderschönen Ort, dann kannst du ja gerade den Käse fotografieren. Es ist genau das gleiche Klischee. Also, und wenn du Klischee machst, dann funktioniert es fast sicher nicht. Ja, aber andererseits, Klischee sind eben aber, aus dem Grund Klischee, weil es so gut, du kannst vielleicht auch mit dem spielen. Vielleicht kannst du halt den Käse an einem wunderschönen Ort fotografieren. Dann hast du drauf gegeben. Nein, aber schau, ich glaube, es ist auch das. Es ist ein gutes, der Unterschied zwischen einem guten Bild und einem außergewöhnlichen Bild ist klein, häufig. Aber er ist ganz entscheidend. Und den kannst du manchmal nicht erzwingen. Du musst halt auch mit dem Zufall können leben können. Der muss auch reinkommen. Und dann musst du eventuell hast du eine super Idee. Also, ich bin im Tram 4, kannst du mit dem 3 probieren. Du fährst mit dem 3 und hast irgendwie passiert dir etwas, der falsch ist. Und es ist absolut außergewöhnlich. Und sonst hast du vielleicht auch eine gute Bilder, aber es ist nicht das, was ganz drüber hingeht. Hast du früher, bin ich nie zum Haus ausgegangen ohne Kamera. Ich habe immer alleine gekommen. Und wenn ich rausgekommen bin, hat sie nicht dabei gehabt, bin ich zurück, bin ich sie geholt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich könnte das nicht treffen. Und habe eine Kamera nicht dabei, das wäre ja Katastrophe. Oder? Und so vor, ich musste 60 werden, oder? Bis ich gemerkt habe, das ist eigentlich grauenhaft, die Abhängigkeit, die du hast, die Unfreiheit, oder die kreierst du das, dass du das ein kreativer Mensch bist. Und heute bin ich so weit, ich bin vorher wie nackt, oder? Also ich musste zurück und Kleider anlegen. Und heute kann bist du nie mit der Kamera raus ohne Kleider? An vielen Orten, wo du dich wundern würdest. Ah ja, ja. Gut, haben wir das auch besprochen. Nein, es ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen, in Japan, wo ich da die detaillierte Nacht fotografiert habe. Und dann, das ist ja Hammer, die haben 20 Jahre lang eine Detaillierung, oder? Und schmerzhaft und teuer und alles. Oder? Und dann, das sind Kunstwerke, die da sind, oder? Und dann kommst du da als der Hasli aus der Schweiz mit der Kamera da und sagst, hey, zieh dich mal aus, geh mal ein Foto machen von dir. Also nur schon die, das ist ja Wahnsinn, oder? Und dann sagen die, ja, sieht dich auch aus, oder? Und dann kannst du die Fotos machen, oder? Dann habe ich mich ausgezogen und ein Foto gemacht. Und dann sind sie aber gleich so sprachlos gewesen, wie ich auch, oder? Ah ja. Und das finde ich eigentlich noch spannend. Das ist dem von mir einfach gegangen. Und ich sage, ich werde so beschenkt durch das, dass ich mit dieser Kamera unterwegs bin. Hast du mal mitgemacht an einer Rübe? Ja, ich hab, aber ich habe wieder aufgehört, habe nicht gewonnen. Noch viel Anfang. Dann habe ich wieder aufgehört. Simpel.